Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht es an der Überschrift, People can fly, wir müssen reden. Wie soll es weitergehen mit dem Spiel? Es kann einfach nicht sein, dass bei so einem instabilen Game wir einfach mal anderthalb Wochen warten, bis es konkrete Informationen zu einem neuen Patch gibt. Viele von euch werden die Information schon haben, was sie alles patchen wollen. Unter anderem besteht immer noch beim Anmelden die große Problematik, viele Spieler kommen einfach nicht ins Game. People Can Fly hat dazu schon gesagt, ja, sie versuchen das zu fixen, passiert ist nichts. Bei dem letzten großen Patch oder bei überhaupt dem ersten großen Patch kam auch nur mehr Negatives als Positives bei raus. Anstatt die Server und das Spiel stabil zu machen, nerven sie Charaktere und die Zeiten von Expedition. Nur weil vereinzelt irgendwelche Spieler gesagt haben, das ist denen zu einfach, das geht zu schnell. Zudem kann es einfach mal sein, dass die Spieler, die das geschafft haben, mit nur einer Charakterklasse spielen und wahrscheinlich nur mit dem Technomant oder dem Assassinen, die bis dato ja völlig OP waren. Sollen sie doch einfach mal, so wie ich oder so wie viele von euch auch, mal mit einem Verwüster spielen und sollen die Expedition dann nochmal im Singleplayer machen und dann werden wir sehen, ob das immer noch alles so einfach ist, wie sie sagen. Bleiben wir gleich bei der Expedition. Momentan macht sich ein Mega-Trend bereit. Die Spieler kurz vorm Einsammeln der Landekapselressourcen einfach aus der Gruppe zu kicken. People can fly, fix das. Sorgt dafür, dass Spieler kurz vor Ende nicht mehr aus der Gruppe gekickt werden können. Viele Spieler holen sich irgendwelche random Spieler in die Gruppe, lassen sich durch irgendwelche schweren Expeditionen ziehen und kicken sie dann einfach aus der Gruppe. Das kann es nicht sein, nicht in einem Online-Game. Meine Meinung. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Fangen wir halt mal an mit ein paar Sachen, mit ein paar Verbesserungsvorschlägen. Fangen wir einfach mal damit an. Nehmen wir doch einfach mal unseren besten Freund Thiago. Jeder von uns weiß, Thiago hat immer wieder dieselben Sachen im Sortiment. Manchmal resettet sich das irgendwann, bei manchen irgendwie nicht. Die Waffen werden stärker und schwächer, aber wir haben immer den gleichen Shit im Angebot. People can fly, wie wär's mit einem Reset? Eine Woche, von mir ist zwei Wochen, selbst wenn es ein Monat wäre. Macht doch einfach ein Reset rein, dass das Sortiment sich auch einfach mal ändern könnte. Dass man eventuell durch langes Farmen der Expedition sich Landekapselressourcen zusammensammelt, so wie ich hier mit knapp 800.000 und sich dann sein Rüstungsset oder seine Sets denn zusammenkaufen kann. Hebt die Preise ein bisschen an, sie kosten jetzt 85.000, hebt sie auf 100.000 an, hebt sie auf 120.000 an. Alle, die im Endgame sind, Expedition 14 und 15 laufen, werden sich sagen, Mensch, der Preis, der stört mich nicht mehr. Endlich weiß ich, wofür ich meine Landekapselressourcen ausgeben kann. Macht also ein Reset im Shop. Ha? Das als Verbesserung. Oder denkt euch noch was Geiles aus für ein Endgame. Alle Städte sind zerstört. Rift Town ist nur irgend so eine 0815 Basis. Implementiert irgendwie sowas, dass wir Landekapselressourcen ausgeben können, um unsere Basis aufzubauen. Dass sich Gebäude verändern, dass der Shop bessere Sachen im Angebot hat, dass die Preise für den Schrott, dass die angenehmer wären, wenn wir in einen Shop investieren. Das gibt es alles schon. Es ist keine große Sache, es sind keine neuen Ideen. Gerade für ein Online-Game, wo man halt mit mehreren Spielern spielt und wo man Ressourcen farmt ohne Ende, ist das doch einfach kein Problem.
Bleiben wir bei dem Handel. Wie wäre es mit einem Handel zwischen Spielern? Ein Handel zwischen Spielern. Der eine hat eine legendäre Waffe gefunden und hat sie in seinem Inventar inzwischen 3, 4, 5, 8 Mal. Ein anderer Spieler hat einfach kein Glück und bekommt diese Waffe nicht. Warum sollte man nicht zwischen Spielern handeln können? Eine Waffe gegen die andere oder man tauscht sie gegen Landekapselressourcen oder ähnliche Ressourcen. Auch keine neue Idee, auch keine schwierige Idee. Kann man alles auch in einem Online-Game implementieren. Bestes Beispiel für sowas, Borderlands. Ja, da kann man auch handeln zwischen Spielern. Das ist also gar kein Problem. Gehen wir rüber zu den Klassen. Ein ganz großes Problem in den Expeditionen ist, man spielt ein Tank und man kann ihn nicht nutzen. Was bringt mir ein Tank in der Gruppe, wenn der Tank nicht tanken kann? Warum hat der Tank keine Fähigkeit, wo der die Aggression der Monster auf sich ziehen kann? Nein, die Monster rennen zuerst zu den Damage-Dealern oder zu den Unterstützern, wenn der Technomant dementsprechend geskillt ist. Also, People can fly, der Tank braucht eine Tankfähigkeit. Oder ein Mod, was dafür sorgt, dass die Gegner um 30% aggressiver auf einen wirken, dass man halt so passiv als Tank fungieren kann, dass die Gegner halt vermehrt auf den Tank gehen. So entspielt eine ganz neue Spieldynamik. Man kann viel besser zusammen agieren. Nicht jeder muss irgendwie vor Monstern wegrennen und hoffen, dass der Tank irgendwie kommt und sie irgendwie halbwegs rettet oder alle sterben, weil die Monster zu denen hingerannt kommen und der Tank ist der Letzte, der die Expedition nicht abschließen kann, weil er zu wenig Schaden macht und sondern muss die einfach alle immer wieder wiederbeleben. Das kostet Zeit, das frisst Zeit und ist da vermag es ganz, ganz dringend Verbesserung. Bleiben wir bei den Expeditionen, bei den Verbesserungen. Spielsequenzen oder die Filmsequenzen in den Expeditionen. Warum kosten die Filmsequenzen unsere Zeit? Wir können nichts machen, wir können nicht ins Spiel eingreifen, wir können die Sequenzen nicht wegdrücken, überspringen, skippen, wie auch immer. Aber die Filmsequenzen laufen mehrere Sekunden. Es fängt bei 3, 4 Sekunden an und geht bis zu 10, 12 Sekunden hoch, die uns einfach im Spiel fehlen. Nehmen wir Boomness Business. Die Zeit ist unterdimensional niedrig. Sie ist für einen Verwüster nicht zu schaffen, egal wie man ihn skillt. Ob man ihn auf Tank geskillt hat, ob man ihn auf Waffenschaden geskillt hat oder auf dem Blutungsbaum. Es ist einfach nicht zu schaffen. Boomness Business ist eine Expedition, sie ist absolut nicht schaffbar, nicht für jede Charakterklasse. Vielleicht sollten die Entwickler mal mit ihren eigenen Charakterklassen ihre eigenen Expeditionen spielen und sollten sich dann nochmal Gedanken über die Zeit machen, wie sie sie einsetzen, die Zeiten. Ja, kurz zwischendurch, im Boomness Business ist übrigens ein Schreibfehler drinne. Business wird mit UI geschrieben und nicht USI, also quasi Business. Ja, das nur am Rande. Noch ein netter Nebeneffekt. Torbögen von Enoch oder die Bögen von Enoch oder die Tore von Enoch. Alle drei Varianten tauchen in der Expedition auf. Wäre schön, wenn ihr euch da irgendwie einigen könntet, da irgendwie Klarheit reinzubringen. Hätten wir das auch. Bleiben wir bei den Charakteren. Auch einmal eins in der Online-Welt, einmal eins, was Elemente angeht, Charakter. Verschiedene Charakterklassen benutzen verschiedene Elemente. Es ist doch wohl logisch und ganz klar, dass wenn ein Feuertyp, ein Pyromant, Feuer benutzt, dass er gegen Feuer resistent ist. Das muss man niemandem erklären. Das ist reine Logik.
Jemand, der Feuer benutzt, ist gegen Feuer immun. Ich kann kein Feuermonster mit Feuer bekämpfen und hoffen, dass ich es so töte. Das geht nicht. Gleiches beim Technomant, er benutzt Eis. Warum ist er nicht gegen Eis, gegen Einfrieren immun? Der Verwüster besteht aus Stein im Endeffekt. Er ist ein Golem. Er hat eine steinerne Rüstung. Er benutzt einen Blutungsbaum. Warum ist er nicht immun gegen Bluten? Genau das gleiche beim Assassin. Beim Assassin müsste man sich überlegen, eine andere Resistenz einzubauen, weil die Gegner in dem Sinne einen Verlangsamungseffekt nicht so wirklich einsetzen. Aber das könnte man auch implementieren. Irgendeine Resistenz für den Assassin. Wohingegen, was er benutzt, wohingegen er resistent ist. Das muss man niemand sagen. Eigentlich jener Spieleprogrammierer weiß das. Elemente, also dass Charaktere des gleichen Elements einfach dagegen immun sind. Es ist nichts, was ein Charakter OP machen würde, sondern einfach spezifisch auf seine Klasse begrenzen würde. Kommen wir noch zu einer lustigen Idee. Klassenspezifische Waffen. Wären ganz geiles i-Tüpfelchen bei legendäre Waffen. Man könnte halt einbauen, dass jede Charakterklasse eine klassenspezifische Waffe hat. Warum lässt man einen Verwüster nicht einfach mit einem Hammer rumrennen? Von mir aus gerne ein absolut futuristischer Hammer, der schießen kann. Und wenn man die Nahkampffähigkeit einsetzt, haut er mit dem Hammer einfach massivst auf den Boden und richtet damit Schaden an. Nächste Sache, nächste Idee, der Assassine. Warum kriegt der Assassine nicht so etwas wie ein Laserschwert? Wir befinden uns in einer absolut fernen Zukunft. Wir haben hier absolut kranke Waffen, legendäre Waffen, die vom Aussehen teilweise richtig geil aussehen. Warum bekommt der Assassine nicht also ein Laserschwert, was er im Nahkampf einfach einsetzt, um einen horizontalen Schnitt auszuführen? So ähnlich wie die Kronos-Klinge. Nur halt als Nahkampffähigkeit. Gehen wir zum Pyromant über. Der Pyromant könnte einfach einen Flammenwerfer bekommen. Warum bekommt der Pyromant keinen Flammenwerfer? Das wäre ebenfalls noch so eine Idee. Ich bin ehrlich, für den Technomanten fällt mir jetzt erstmal keine Waffe ein, die man klassenspezifisch auf ihn sozusagen zuschneiden könnte, aber das erstmal nur so am Rand. Kommen wir noch zu einem Thema, was wohl sämtliche Spieler ein bisschen enttäuscht haben wird. Nehmen wir das ganz große Tier aus dem Intro. Da, wo so schön People Can Fly und Square Enix und die Unreal Engine und so schön gezeigt wird, die wir dank des Anmeldeproblems pro Tag gefühlt 20 Mal sehen dürfen. Glaube, das meistgehasste Intro inzwischen. Warum gibt es keine Nebenmission? Warum gibt es keine Expedition, wo wir dieses Tier töten dürfen? Es hat Beine von einer Giraffe, der Kopf sieht aus wie ein bisschen von so einem futuristischen Wal. Nennen wir das Vieh einfach mal Giraffenwal. Warum dürfen wir den Giraffenwal nicht töten? Bitte ändert das. Wir wollen das. Wir wollen das alle. Wir haben uns so dermaßen drauf gefreut. Es hat geil angefangen mit der Riesenlavaspinne. Dann kam der Chrysaliskenmutant und wir haben gedacht, die Monster wären einfach noch größer und zum Schluss kommen wir zu dem Giraffenwal. Das war nicht der Fall. Absolut mega Enttäuschung. Da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Soweit soll es erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Viele Leute werden vielleicht andere Meinung zu diesem Thema haben. Ist absolut gar kein Problem. Schreibt rein in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ob ihr mir zustimmt in gewissen Punkten, ob ihr mir da absolut widersprecht, ob ich vielleicht eine Macke habe, so ein Video zu machen. Schreibt einfach rein, was euch in den Sinn kommt. Bitte aber keine Beleidigung.
Wir sind doch alles erwachsene Menschen. Fun Fact am Rande, absoluter Fun Fact. Ich muss schon wirklich schmunzeln über Klischees und so. People can fly. Wollt ihr mir vielleicht irgendwas damit sagen? Ich frage euch, warum fehlen mir meine Reifen? Wer zum Teufel hat mir meine Reifen geklaut? Ja, sie sind seit ein paar Tagen weg. Und ja, lustiger Fun Fact, wie gesagt, am Rand, aber meine Reifen sind weg. So viel zum Thema von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denkt dran, people can fly. Wir müssen reden. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und sage bis dahin, tschüss.